Es ist gut, das sofort zu erledigen. Hallo? Ich bin Cammon, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Ich sollte darüber nicht mit einer Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Die Situation hat sich nicht geändert. Wirklich? Ich bin bereit, alles zu versuchen. Syrannas, Oma Syrannas, ich bete zur Göttin der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Darren Atishan, Fremde. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Oh, ich erwarte nicht, dass eine Fremde unsere Lebensweise versteht, aber ich kann Cammon einfach nicht heiraten. Er ist jetzt schon seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten, richtig? Aber was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Was wird denn aus unserer Familie? Ihr habt recht. Als Frau muss ich dafür sorgen, dass er an sich selbst glaubt. Alles, was ich getan habe, war, ihn unglücklich zu machen. Ich weiß, ich kann nicht wie ihr sein, sowohl als Frau als auch als grauer Wächter. Aber ich kann in meinem eigenen kleinen Leben das Richtige tun, oder nicht? Marcy Runners, ich danke euch. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Cammon.
Cameron, ich war so dumm. Gaynor, was meinst du? Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Die Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal. Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gaynor. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Hat hier noch jemand den Drang, sich zu übergeben? Nein? Nur ich? Ach was, ich bin bei euch, Kleine. Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Sind das Haustiere oder Reittiere, Nahrung, nächtliche Begleiter halbblinder Jäger? Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremde. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Halle zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Mein Name ist Elora. Ich bin die Meisterhirtin. Und es ist meine Aufgabe, mich um die Halle zu kümmern. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend, wie ein grauer Wächter zu sein, aber die Halle sind lebenswichtig für uns. Um ehrlich zu sein, hatte ich angenommen, ihr haltet meine Aufgabe im Vergleich zu eurer für langweilig. Oder liege ich da falsch? Es ist nett, dass ihr das sagt, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem nicht damit vergleichbar ist, das Land vor der Ausbreitung des Schattens zu retten. Um ehrlich zu sein, ist meine Rolle als Meisterhirtin eher bescheiden, aber ich bin sehr glücklich damit. Es wäre schön, wenn wir alle so zufrieden mit unserem Platz im Leben sein könnten. Sie sind die edlen Tiere, die unser Arrowville ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Genau das sind sie auch. Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arrowville mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Nein. Nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Und? Was meint ihr? Ich danke euch dennoch, dass ihr es versucht habt. Nein, das wäre nicht richtig. Wenn die Zeit kommt, werde ich es selbst tun. Das ist meine Pflicht.
Sowohl als Meisterhirtin als auch als Freundin. Sie soll ihren letzten Atemzug im Wissen machen, dass sie in meiner Obhut immer sicher war.